Neben atemberaubenden Eindrücken und Landschaften sind wir fieberhaft auf der Suche nach neuen Bremszylindern. Heute Morgen habe ich den Bremsflüssigkeitsstand kontrolliert, routinemäßig, und leider an der Vorderachse Bremsflüssigkeitsverlust festgestellt. Der lässt sich auch ans rechte Vorderrad verfolgen. Tja, das heißt, wir brauchen wohl doch Radbremszylinder. Aber das in Tunesien, jetzt ist mal Internetrecherche angesagt. Kegelschneckennestern da hinten. Was macht das? Was macht man damit jetzt? Essen. Also das sind das Kegelschnecken. Sammy. Genau, das Sammy hat Kegelschnecken mit den Locals hier gesammelt. Hier ist noch ein Teil Nest, dann kann ich euch zeigen, wie die aussehen. Ah, hier. Schaut, das sind solche Teile, nur in riesig. Okay. Und da sitzen sie dann dran. Da sind manchmal nur solche Dinger. Okay. Und da draußen ist eine sind überall Seetangwiesen, so hohe Schwämme. Alles wunderschön, ich weiß warum, die sie hier sagen, ist ein tolles Schnorchelgebiet. Mhm. Ich tue mal ein bisschen Wasser. Genau, tue Wasser rein. Und die werden 30 Minuten in Wasser gekocht und dann lassen die los. Und dann kann man die aufpieksen, rausholen und zu Nudeln essen oder einfach so. Und es ist ganz lecker. Lecker. Wie schmeckt's? Wie Hühnchen. Hm. Krieg ich noch eine, Papa? Vicky, kannst du mir jetzt auch so rausholen? Da ist sie. Da ist sie. Die Mausefalle. Probier. Hast du probiert? Erst mal deine erste Muschel. Lecker. Da wir nun einschlägige Erfahrungen gemacht haben, wie sich unsere schwere Womi-Omi auf dem Salzsee oder auf Salzmaschen macht, lassen wir das lieber bleiben. Aber Tommy kann mit einem unserer Nachbarn eine wunderbare Spritztour machen und so die Insel erkunden. Eigentlich sind wir gar nie so lange an einem Ort, aber im Moment tut die Ruhe und der Strand und auch die nette Gesellschaft hier auf der Insel gut.
Tommy, was gibt's zu essen heute Abend? Heute gibt es frischen Fisch von den Kalkina-Inseln. Und damit wir nicht zu sehr mit Poolen beschäftigt sind, filetiere ich sie gerade. Was ist das für ein Fisch? Das ist eine Dorade. Lecker, lecker. All those little moments, the best you didn't catch me looking over your shoulder. Tja, die Polizei war gerade da, weil wir sind ja auch neu hier, aber sie waren sehr freundlich und haben Englisch gesprochen, also einer zumindest. Aber das mit den Kopien ist so eine Sache von den Ausweispapieren, schon wieder eine weg. Wir müssen wieder Fotokopien machen. Guten Morgen. Ja, wir sind immer noch unterwegs mit einigen anderen Overländern und fahren hier gerade die Küste entlang und unser Ziel ist nach der letzten Insel jetzt die nächste Insel, und zwar Djerba. Nach viel Sucherei habe ich jetzt die passenden Radbremszylinder gefunden. Allerdings kann ich die nur nach Deutschland schicken lassen. Mist, ne? Jetzt macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil ich brauche die hier in Tunesien oder also zumindest nicht in Deutschland. Jetzt müssen wir weiterarbeiten. Auf unserem Weg nach Djerba, der Küste entlang nach Süden, kommen wir als Mittagspause auf diese wunderbare Landzunge und beschließen, hier müssen wir doch noch heute Nacht bleiben. Ja, hallo. Leider könnt ihr ganz da hinten die Flamingos nicht sehen. Die sind ein bisschen zu weit weg. Aber auf unserem Weg nach Djerba mussten wir jetzt hier nochmal halten. Das ist so ein wundervoller Ort. Wir stehen auf einer Landzunge, auf beiden Seiten das Meer. Und vorne kommen zwei Flüsse rein. Und aus dem Grund ist das ja auch eine der wichtigen Lagunen. Und hier sind nicht nur Flamingos, sondern auch alle möglichen anderen Vögel. Und da werden wir uns nachher nochmal mit dem Fernglas nach draußen setzen und beim Abendessen auch dann die Vögel beobachten können. Ja, Tommy hat ja immer gemeint, ich plane da zu viel ein, als ich gesagt habe, pro Monat 500 Euro Ersatzteilkosten. Jetzt sind die Bremszylinder bestellt. Zwei brauchen wir auf jeden Fall, zwei kommen als Ersatz. Deswegen sind es auch mal kurz wieder 900 Euro. Also diese 500 Euro mit unserem Auto, das ist schon sehr realistisch, merken wir gerade. Nach unserer einsamen Insel bei bestem Wetter ist Djerba das totale Kontrastprogramm. Es ist bewölkt, es windet stark und die Insel ist zwar nicht ganz so vermüllt, aber überall stehen Hotels und es ist sehr touristisch. Been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Silence takes a hold. I can't let it go. Chain up, no one knows. But I won't let the stormy seas. Jetzt hat sich tatsächlich eine Möglichkeit ergeben, wie wir unsere Radbremszylinder hier nach Tunesien bekommen. Die Frau von Benny Goes Overland, von Christian, kommt hierher und kann es im Flugzeug mitnehmen. Jetzt hoffen wir, dass es durch den Zoll geht, aber dann haben wir Radbremszylinder in Tunesien. Guck mal da raus, was da kommt. Grüß Gott. Grüß Gott. Was kommt? Oh. Hallo. Hallo. Hallo!
Kamels. Hallo. Da sind ein paar Kamele vorbeigelaufen und ich bin hinterher. Hat sich gelohnt. Ich konnte ein Kamel fotografieren, das gesäugt hat bei seiner Mutter. Und jetzt gehen wir auf die Krokodilfarm. Das Cerber Explorer ist wie eine Art lebendes Museum konzipiert. Hier wurde nachgebaut, wie hier vor 100 bis 200 Jahren die Leute gelebt haben, mit der Landwirtschaft und im Familienverband. Man sieht auch, wie hier getöpfert wurde, wo gekocht wurde und wie die Brunnen aufgebaut waren. An verschiedenen Stationen wird einem auch live das Leben gezeigt und wenn man sich etwas Zeit nimmt, sind die Museumsmitarbeiter unglaublich freundlich und nehmen sich sehr viel Zeit, einem zu erklären und einem ein Bild von dem Leben hier früher zu vermitteln. Ambra. Den Smell? Ambra. Wir stehen jetzt in einer traditionellen tunesischen Küche und diese war vom Hauptgebäude getrennt, zum Beispiel wegen dem Rauch, der beim Kochen eben entstand. Und das Interessante finde ich, in diesen Gebäuden haben mehrere Generationen gelebt, also drei mindestens. Das heißt, wenn die nächste Generation geheiratet hat, dann sind die Eheleute mit in das elterliche Haus eingezogen und dann ist man zusammengerutscht. War sicher ein ziemliches Gewusel. Das ist hier sehr, sehr spannend auf Cerba, weil viele Handwerker zeigen ihre alte Handwerkskunst und die Kinder dürfen mitmachen, die Erwachsenen auch. Und es ist wirklich, hat sich schon sehr gelohnt, auch ohne Krokodile. Und natürlich sind wir nicht nur wegen des Museums hier. Die Kinder freuen sich schon den ganzen Tag auf die Krokodile. Es empfiehlt sich, den Park so früh wie möglich gleich nach der Öffnung morgens zu besuchen. Denn als die vielen Busse mit den Touristen kommen, gehen wir auch schnell wieder. Cerba macht uns den Entschluss sehr leicht, noch eine Runde weiter ins Inland zu fahren. Denn die Sahara hat uns so beeindruckt, dass wir uns alle einstimmig dafür entschieden haben, wir wollen noch einmal in die Wüste, bevor wir dann auch Afrika wieder verlassen müssen. Ja, nach 3 Tagen Cerba und Sandmeer-Salzgemisch ist die Womi Omi wirklich komplett verklebt. Deswegen stehen wir jetzt hier direkt nach der Insel und lassen sie erstmal waschen. Und jetzt geht's für uns auf ins neue Abenteuer. Wir wollen nochmal Sahara. Jetzt geht's für uns nochmal in die Wüste. December.